Die Schlacht zur Rückeroberung Europas hat begonnen. Nach dem blutigen Sieg der Operation Overlord an den Stränden der Normandie beginnt mit Operation Dragoon, ein tödlicher Vorstoß an der Südküste Frankreichs. 500.000 alliierte Truppen aus aller Welt rücken durch ein Land vor, das seit einem halben Jahrzehnt besetzt ist. Die deutschen Barrikaden und ihre Artillerie sind zwar spärlich verteilt und schlecht versorgt, dominieren aber dennoch die Landschaft. Der Feind ist vorbereitet. Es wird um jede Straßensperre und jeden Stützpunkt kämpfen. Berlin ist 1500 Kilometer entfernt. Des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour la patrie. Ces hommes, c'étaient des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. Und wir sind nicht mehr ganz so weit entfernt vom Ende des Krieges. Aufständische der französischen Separatisten. Das sind wahrscheinlich wir. Idrissa, c'est pas possible. Si ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout. Ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa. Regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça? Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non? Moi-même, j'ai une femme. Elle est trop jolie. Toi, tu as quoi? On disait, nous sommes français, nous sommes français. Mais une fois en France, nous avons vu à quel point nous étions français. Klar. On va faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout? C'est tout ce que l'on va faire? Écoute, les choses ici sont différentes. À 7 ans, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et comme tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclent. Da merkt man aber trotzdem, Franzose war nicht gleich Franzose damals, ne? Das ist so krass einfach. Und ich finde es aber wahnsinnig gut, wie man bei Battlefield 5 genau jedes Szenario eben eingefangen hat und es auch widerspiegelt. Oh, Stukas! What the hell? Ça va pas mourir! Mais laissez pas mourir! Il faut qu'on soit fort!
Okay, das ist also der Einstieg. Sichere Engpass Kilo. Frontlinienpass Kilo. Der ist irgendwo da vorne. Überall Verletzte, überall Verwundete. Und die Stellung wird schwer bewacht von den Deutschen. Wird auch schwer verteidigt. Da vorne ist sie. Erstmal Dauerfeuer. Wir müssen weiter vor. Die Deutschen wechseln nur die Stellung da oben. Was haben wir noch für eine Waffe mit? Eine Pistole. Okay, dann wechseln wir erstmal die Stellung. Wo gehen die Freunde durch? Da links versuchen sie den Durchschlag. Und wir spielen das Ganze natürlich weiterhin auf Hardcore. Also, vorsichtig angesagt! Wow! Okay, das heißt also, wir müssen vorsichtig sein, das habe ich ja gesagt. Scheiße, Mann! Vorsichtig vorrücken. Okay, der kann uns nicht sehen. Siehst du, und der hat tatsächlich mit Panzerschreck. Okay, so komme ich nicht dran. Moment. Alter. Raus. Yes. Zeig dich. Komm. Ich glaube, sie müssen sich zurückziehen, ne? Wir gehen mal über den Kamm. Oh, nice Headshot. Und der kam nicht von uns. Aber der... Vorsichtig, trotzdem ganz, ganz vorsichtig vorbei. Shit, Mann, shit, Mann. Holy Benoli. So, Konzentration.
wir haben, glaube ich, einen erwischt. Und ich finde es halt wirklich geil, und das ist nochmal untermalend für die Atmosphäre, dass die französischen Soldaten auch wirklich Französisch sprechen. So, wir nehmen die Lee Enfield noch auf. Das ist der da oben. Shit, Mann, das ist so krass. Ich sehe nicht mal, woher die mich beschießen. So, und jetzt weiter, 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 weiter. Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Immer wieder die Schützen da oben ausschalten. Ich glaube, das ist das Ziel. Komm, 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 komm. Fuck off. Komm, 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 komm. Ja, wir sind durch. Die MG-Schützen können uns hier nichts mehr anhaben. Der da oben noch. Uhuhu. Scheiße, Mann. Wir sind hier echt eingeklebt.
So, wir haben aber, glaube ich. Komm. Vorrücken. Zeig dich jetzt. Yes! Erstmal vorsichtig. Leute, was geht ab? Ich muss da hinten durch. Was geht denn ab? Zeigt euch. So, weiter vorrücken. Shit, Mann. So, wir können sie flankieren. Kommen wir hier nicht durch. Ich komme hier nicht durch. Oh, eine andere Waffe. So, hier gibt es noch ein bisschen, was ist da Munition dabei? So, wir müssen aber... Die Folge... Jetzt bin ich weg.
Wir müssen die Folge beenden, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und sagt euch danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.